Hallo, meine Lieben. Heute seht ihr mich mal nicht, weil ich auch total schrecklich aussehe. Ich wollte euch heute das Essens-Genates at Home System zeigen und euch das vorstellen. Und ja, ich habe das schon einmal ausgetestet, habe das auf den ganzen Nägeln drauf gemacht und habe es abgezogen und will das jetzt nochmal neu machen und euch das zeigen, wie ich das mache und will euch ein bisschen was darüber erzählen. Also wenn ich weiß, wer das ist halt so ein neues System, sozusagen Gennägel zu machen. Bei dem ist nochmal besonders, dass ein Base-Code drin ist, also eine Base, die erste Schicht, was man drauf macht, die man einfach nur abziehen kann und das klappt wirklich hervorragend. Ich zeige euch erstmal, was hier drin ist in den Sets und dann stelle ich euch nochmal die Lampe vor. So, ich würde euch erstmal nur dieses Set zeigen, weil hier ist fast das gleiche wie hier drin, aber das zeige ich jetzt noch. Also, wenn man das, also es sind so Starter-Kits, die Sachen kann man noch alle einzeln kaufen, aber das ist etwas günstiger. Und wenn man es aufmacht, sieht es so drin aus. Das ist hier ein Cleanser drin. Ein Cleanser ist einfach nur, um die Nagel zu reinigen, zu entfetten und um die Schwitzschicht zu entfernen. Was die Schwitzschicht ist, werde ich euch gleich nochmal erzählen. Dann ist hier nochmal ein Primer drin. Das ist so ein Haftvermittler. Ich zeige es euch mal von Namen. Das ist einfach nur dazu da, kannst auch sehen, das ist recht flüssig, dass der Nagel nochmal entfettet wird und dass das Gel später viel besser halten wird. Dann ist ja noch dieser sogenannte, der nennt sich Peel-Off Gel Base. Ist irgendwie so ein komischer Name, weil es ist so auszusprechen. Peel-Off Base, nee, ich sag mal Peel-Off Base. Wir nennen das mal Peel-Off Base, so. Ja, das ist einfach nur die erste Schicht, was man sozusagen abziehen kann. Und was es hier nochmal anders ist zu diesem anderen Set, hier ist mal ein French Gel Topcoat drin. Ich zeig's euch mal vom Namen, wie die Farbe aussieht. Ist halt ein bisschen milchig, so sieht der Nagel viel glatter aus, viel schöner einfach nur. Das sind die Sachen, die enthalten sind. Und bei dem hier ist eigentlich alles mit drin, außer diesem milchigen Gel. Hier ist es nur anders, dass ein, ich zeig's euch mal, hier ist ein klarer, also das nennt sich Clear Gel Topcoat. Einfach nur ein Topcoat, was, ja, durchsichtig ist. Also das ist, wenn man farbige Nägel machen will. Wie das funktioniert, werde ich auch nochmal zwischendurch erzählen. Dann braucht ihr noch dazu eine Nagelfeile, um die Nägel ein bisschen zu feilen. Dann habe ich hier so ein Rosenholzstäbchen. Da ist also so eine spitze Seite. Und dann nochmal eine, ja, eine glatte Seite. Und ja, damit soll man halt die Nagelhaut zurückschieben. Das mache ich damit nicht, weil ich finde das ein bisschen doof. Ich nehme hier einfach so einen Pferdefuß. Das sieht jetzt ein bisschen eklig aus. Das ist ein bisschen, ja, ich muss mir einen neuen kaufen. Das ist, damit kann man halt besser die Nagelhaut zurückschieben. Wir brauchen noch Zeletten. Also Zeletten ist dafür da, um, ihr müsst euch vorstellen, wenn man das mit Wattepads macht, zum Beispiel da irgendwas entfernt, haben halt Fussel und diese Zeletten sind fusselfrei. Also wenn ihr da irgendwas macht, dann bleibt da nichts hängen. Das kriegt ihr in der Apotheke. Ist ein bisschen teuer bei der Apotheke. Also ich habe wirklich schon Sachen erlebt von um 3 bis 10, 12 Euro. Guckt am besten mal nach, fragt an der Apotheke nach. So, ihr kriegt so eine ganze Rolle, also damit kommt ihr lange aus. Man kann es halt auch in so, ja, wie nennt man das? Online-Shops für Nagelpflege und so Gennägel, wo die Gennägel verkaufen. Weil sowas benutzen auch Nageldesignerinnen. Und ja, da kann man das halt auch herbekommen. Ist günstiger. Ich würde euch halt einen Link unten in der Infobox verlinken. Und davon reiße ich mir schon mal ein paar ab, dass ich den dann schon mal sozusagen bereit habe. Und ich würde jetzt erstmal Nagelpflege machen. Ich würde das jetzt nochmal in so einem separaten Video machen, weil ich das nicht in einem Video machen wollte. Also kommt jetzt nochmal sozusagen ein extra Video zur Nagelpflege. Das würde ich dann beides gleichzeitig hochladen. Und das verlinke ich euch hier. Und ja. So, ich habe jetzt meine Nägel soweit gefeilt und gereinigt. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon ein extra Video gemacht. Das erste, also ich habe mir jetzt hier so ein paar Zeletten zurecht gemacht, dass ich nicht immer da was abreißen muss.
Und wir fangen jetzt mit dem Cleanser an. Dann nehme ich einfach nur so eine Zillette, mache einfach den hier, so bla bla bla. Und entfette so, beziehungsweise reinige die Nägel. Gehe einmal durch. So, wenn wir das gemacht haben, nehme ich dann den Primer. Da geht er einfach mit über den Nagel rüber. So. Macht einfach großzügig das das trocknet so ein bisschen aus, das ist einfach nur wie eine Flüssigkeit und die trocknet einfach nur. Also man sieht am besten, dass es trocken ist, dass es halt so ein bisschen matt wird. Und ich würde so, ja, eine Minute warten. So, und wenn es getrocknet ist, dürft ihr nicht mehr hinfassen. Also ihr dürft euer Nagel nicht mehr anfassen. Das ist fatal, wenn ihr das macht. Weil wenn Fett drauf kommt, dann nicht so gut. Ich nehme jetzt den, wie ich schon gesagt habe, Peel-Off-Base und mache so eine Schicht drauf. Ich mache das halt drauf, als ob ich ganz normal Nagellack drauf machen würde, aber man merkt schon ein bisschen, dass es ein bisschen dickflüssiger ist. Dann müsst ihr das ummanteln. Ummanteln heißt einfach nur, dass ihr so von vorne, also wenn ihr das von vorne seht, damit ihr das einfach nur so drauf streicht. Also diese dünne Seite vom Nagel, ist, was ich meine. Und wenn ihr das gemacht habt und ihr habt ein bisschen an die Nagelhaut dran gemalt, dann könnt ihr das einfach mit dem Pferdefüßchen ein bisschen wegnehmen, weil sonst wird das halt nicht schön und das sieht dann immer so komisch aus. Guckt dann nochmal nach und malt gegebenenfalls nochmal drüber. Und dann drücke ich einmal drauf auf das Logo hier, was man jetzt nicht sieht, hier, da, und halt es 60 Sekunden unter dem Licht. Es kann sein, dass es ein bisschen warm wird, dass es ein bisschen unangenehm ist, aber das ist ganz normal. Oh, ja, jetzt. Okay, und dann gucken wir, ob es gut ist. Das ist schon gut so, okay. Dann sollte es ungefähr so aussehen, es glänzt wie Arsch. Und dann mache ich die anderen Finger. Ich mache jetzt die anderen Finger fertig und dann kommen wir zur zweiten Schicht. 5 Finger fertig mit der ersten Schicht. Ich erkläre euch jetzt noch ganz kurz, wie das die Variante weitergehen würde. Also ihr müsst mit dem Cleanser, hier den hier, müsst ihr dann eure Nägel erstmal reinigen. Also weil da ist eine Schicht drauf, so eine, die nennt sich Schwitzschicht. Könnt ihr sehen, das ist halt so eine klebrige Schicht. Und es ist erstmal fertig. Und die müsst ihr halt erstmal entfernen und dann macht ihr halt euren Nagellack drauf, den ihr haben wollt. Und dann müsst ihr das wirklich ganz, ganz, ganz gut trocknen lassen. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit darin, weil das muss richtig trocken sein. Wenn es nicht richtig trocken ist, dann die weiteren Schritte könnt ihr dann vergessen. Wenn das dann ganz getrocknet ist, dann ne, stellt euch vor, ich habe jetzt farbigen Lack drauf, dann macht ihr einfach den Clear Topcoat drauf, was hier dran ist, also den durchsichtigen Topcoat, und lasst es nochmal aushärten, dann seid ihr fertig. Und dann kommt das drauf, das French Gel, Ding, das Milchige. Und dann streicht ihr das einfach auf, wie gesagt, ganz normal Nagellack. Ihr müsst nur darauf achten, dass es gleichmäßig ist, das sieht man dann auch, weil, wenn an einer Stelle, hier zum Beispiel, wenn an einer Stelle ein bisschen mehr dran ist, hier vorne zum Beispiel, dann ist das, ein bisschen milchiger. Dann einfach wieder aushärten lassen. Ich hasse nur diese Warterei, dieses 60 Sekunden. So. Und dann ist es fertig. Ich pinsel mal schnell alle ein. Und dann melde ich mich gleich nochmal. So, jetzt ist das schon fertig und ich nehme jetzt wieder den Cleanser und mache die Schwitzschicht weg, also diese klebrige Schicht. So sieht dann das Ergebnis aus. Ich bin echt zufrieden. Nur was ich sagen muss, dieser Basecoat, dieser Peel-Off ist zum Abziehen. Der zieht sich halt ein bisschen zurück, aber ich finde das nicht so schlimm. Es gibt welche, die das schlimm finden, aber ich würde so sagen, 1 Millimeter zieht sich das so ein bisschen zurück. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich
fast bis zur Nagelhaut kommt, weil wenn ihr das wirklich nur 1 oder 2 Millimeter daneben macht, also neben der Nagelhaut, dann kommt halt 1 bis 2 Millimeter nochmal dazu und dann habt ihr das halt in der Mitte vom Nagel, also nicht so krass, aber ihr wisst, was ich meine. Wer das dann nicht glänzen mag, also für die Jungs unter euch, ich würde es so eigentlich auch noch gut finden, weil es glänzt nicht so sehr wie, ja, wie normale Gehnägel. Da kann man dann so ein, ja, so ein, das ist auch so ein Topcoat, ein Matter, ist von Essie, nennt sich Matte About You. Und ich werde es auch gleich nochmal auftragen, aber ich würde nochmal die Seite machen, dann würde ich euch die matte Seite zeigen und dann nochmal die glänzende Seite und ich melde mich gleich nochmal. Und man kann hier halt nochmal den Unterschied sehen, ne? Ja. So, ich habe jetzt beide Hände fertig, man sieht hier, das glänzt noch und hier nicht. Das ist der Nessie Topcoat, dieser matte. Und es ist wirklich alles matt, also es schimmert noch ein wenig, aber das ist nicht so schlimm, es ist wirklich matt. Also von Namen, klar, man sieht, dass es hier irgendwas Komisches ist und dass da was drauf ist. Was ist das da? Und hier auch. Aber von beiden sieht man das überhaupt gar nicht. Also bei der Hand würde ich nicht denken, dass da was dran ist. Und ich finde, die Farbe passt so, also es ist nur ganz leicht Farbe, aber das passt irgendwie ja, zu meiner Hautfarbe irgendwie. Das ist so voll hübsch und so. Ich habe vergessen, die Preise zu nennen. Also, so ein Starter-Kit, also jeweils beide, beziehungsweise eins davon, kostet 9,99 €. Diese schöne Lampe, was so klein und handlich ist, kostet 25 €. Okay, jetzt denkt man sich, oh, das ist schon ein bisschen was. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, es ist, ihr kauft diese Lampe nur einmal. Und wenn ihr dieses Set kauft, das hält ja auch 1000 Jahre lang. Und ihr müsst ja nicht alles nachkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Primer, also das hier, dass der lange halten wird. Und die, wie gesagt, kann man ja einzeln kaufen. Man muss ja nicht immer dieses 9,99 € Set kaufen. Also bei DM habe ich gesehen, war das hier schnell vergriffen. Ich habe das jetzt bei Müller gekauft, das alles hier. Und die Einzelsachen gab es eigentlich noch. Also ich würde mir eigentlich noch so als Vorrat würde ich mir noch vielleicht den Basecoat kaufen. Also hier den Basecoat und das French-Ding. Weil, ja, ne, da braucht man halt nicht immer hin und her zu rennen. Das ist halt schon gut, wenn man das hat. Und ja, das war's damit, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.